So Leute, auf jeden Fall, sorry, falls sich meine Stimme anders anhört, ich bin etwas krank, deswegen, ja, aber ich wollte trotzdem das Video drehen. Dies ist mal nicht im Hintergrund ein Fortnite-Gameplay, sondern einfach ein GTA-Stunt-Gameplay. Ich weiß ja nicht, ob ihr es wusstet, aber ich habe GTA wirklich früher sehr gefeiert und ich habe da jeden Tag Stunts gemacht. Heute mal mit keiner Real-Life-Story, ich wollte ein Thema ansprechen, was mir besonders zurzeit sehr am Herzen liegt. Ich beschäftige mich schon seit 2-3 Tagen mit dem Thema, ob jetzt wirklich XXXTentacion tot ist oder nicht. Ich selber war ein sehr großer Fan von ihm, ich verfolge ihn schon seit dem Song Look At Me, das ist schon 2016 oder 2017, ich weiß es nicht mehr. Außerdem finde ich die Songs mit Shiloh, Dynasty oder wie der auch immer heißt oder sie, echt gut. Also immer dieses Mädchen oder dieser Junge, der immer im Hintergrund singt. Diese Songs habe ich dann meistens am meisten gefeiert und habe die auch immer in meiner Playlist dabei. Solche Songs wie Carry On oder Everybody Dies in the Nightmares habe ich immer dabei, wirklich immer. Vor ein paar Tagen wurde da ein Video gepostet, wo XXXTentacion zu sehen ist und er sich im Auto nicht bewegt. Erstmal habe ich natürlich geglaubt, ja, er wurde vielleicht abgeschossen, aber kann doch vielleicht wiederbelebt werden oder ich weiß es nicht. Ich denke nicht, dass er jetzt tot ist. Er kann in so einem Alter doch nicht sterben, jetzt mit 20. Er hat so vieles vor sich. Sein Hype ist gerade jetzt losgegangen, also 2018. Dann ist erst sein Hype so richtig losgegangen. Okay, 2016, Look At Me, dies, das. Aber gerade jetzt hat er so viel geplant, auch jetzt ein neues Album. Da kann er jetzt nicht einfach sterben und wie es aussieht, ist er jetzt gestorben. Naja, es gibt aber immer noch Leute, die diesen Tod nicht akzeptieren können. Deswegen haben sie selber Theorien erfunden. Diese Theorien klingen sogar sehr, sehr, sehr plausibel, wenn ich das mal so sagen kann. X erzählte schon viel über den Tod. Er postete schon 2014, dass er sterben will oder dass er sich bei dem Typen, der ihn tötet, sehr bedanken wird. Außerdem sagte er in einem Post: Erst wenn du stirbst, werden sie dich vermissen. Damit hat er auch gar nicht so unrecht. Ich meine, seine Instagram-Follower sind innerhalb von 3 Tagen oder so 4 Millionen geworden. Also er hat wirklich 4 Millionen Abonnenten gemacht und steht jetzt, glaube ich, bei über 11 Millionen. Und Leute, ich sag das jetzt einfach alles so. Also das ist jetzt alles spontan. Das ist jetzt kein, ich habe hier keinen riesen Text, wo ich das alles vorlese. Ich habe ein paar Sachen in meinem Kopf, deswegen, ja. Ich habe gestern im Park gechillt und bin dann einfach mal ganz kurz auf Instagram gegangen und habe gesehen, dass der Mörder eiskalt gefunden wurde. Ein paar andere dachten ja, es wäre Soldier Kid oder wie der auch immer heißt, der wirklich, wirklich sehr nah mit einer roten Maske, einem Charity oder was auch immer das für ein Auto war und einer Waffe an diesem Ort war, wirklich sehr nah. Wie ihr wisst, es waren 2 Täter. Einer von ihnen hat ihn, glaube ich, am Kopf getroffen und am Hals. Einer trug eine rote Maske und fuhr einen Charity oder wie das auch immer heißt. Naja, jetzt wurde ja der Täter gefunden, deswegen denke ich jetzt weniger, dass es Soldier Kid ist. Es war einfach vielleicht nur ein großes Missverständnis und ein echt großer Zufall, weil ich weiß nicht, es ist einfach nur krass, wie perfekt das einfach war, dass er genau dann da mit einer roten Maske und einer Waffe da war. Also wirklich, genau auch noch um diese Uhrzeit, glaube ich. So, jetzt mal wirklich, was baut die ganze Theorie auf? Viele haben in den Videos, wo man halt seine Leiche sieht, einfach an seiner Stirn oder an seinem Hals oder was auch immer, keine Tattoos gefunden. Ich selber habe die Tattoos echt nicht gesehen und ich kann mir bis heute nicht erklären, warum die Tattoos nicht zu sehen waren. Ein paar sagen wegen der Sonne und so, aber jetzt mal ehrlich. Junge, wo zum Teufel war dieser scheiß Riesentattoo? Außerdem liegt es sehr nah an dem Datum, wo sein Album veröffentlicht werden würde. Sein Album sollte No Pulse genannt werden, also keinen Puls. Leute, ich denke einfach, es könnte eine riesen Promotion-Aktion für sein neues Album sein, was dann heißt No Pulse, was dann halt bedeutet keinen Puls. Und darum geht es dann halt um den Tod, wie er den Tod ins Auge blickte oder irgendwie sowas. Aber kann auch wirklich sein, er hat jetzt auch ein Album, letztes Jahr war das, glaube ich, oder dieses Jahr Anfang, was über Depressionen geht, gedroppt. Da hat er halt Zuschauern geholfen, die Depressionen haben. In mehreren Songs sagt er natürlich wieder, ich will sterben und sowas. Ist echt krank, Alter. Ja, das macht echt einen Menschen traurig. Und allein diese ganzen Theorien, die lassen dich echt nachdenken. Jedoch gibt es einen Haken, der mich wirklich daran hindert, an diese Theorie zu glauben. Ich glaube, da gibt es sogar mehrere Theorien, die ich jetzt noch nicht aufgezählt habe. Erforscht einfach mal ein bisschen im Internet. Jedoch habe ich bei dieser einen Sache, wo ich dann das gehört habe, aufgehört, an diese ganzen Theorien zu denken. Wirklich, vielleicht lebt er noch. Und oh mein Gott, das wäre das beste Comeback, wenn er einfach mal zurückkommen würde. Ich meine, er würde sehr viel Hate bekommen. Aber wer aus dieser Rap-Szene würde einfach mal seinen Tod vortäuschen und nach paar Wochen, Monaten wiederkommen? Alter, das ist einfach die krankeste Aktion, die ich jemals gehört habe. Und ehrlich gesagt würde ich das nur von X erwarten. Wenn das schon ein Rapper auf dieser Welt machen würde, würde ich das ehrlich nur von X erwarten.
zu dieser einen Sache, wo ich wirklich gesagt habe, dass ich nicht mehr an die Theorie glaube. Es gibt einen scheiß Polizeibericht. Auch so ein Bericht im Krankenhaus. Leute, ich weiß echt nicht, ob ich falsch liege, aber ich glaube, dass man solche Berichte einfach nicht faken kann als Polizist. Alter, dann können die das nicht schreiben. Das ist doch ein Betrug und keine Ahnung was. Du kannst als ein Polizist nicht einfach die Menschen betrügen, so weil du dir denkst, ja komm, ich mach mal ein Auge zu, ich sag einmal, dass der Typ tot ist. Aber er ist in Wirklichkeit nicht tot. Das kannst du nicht machen. Gestern oder heute Morgen wurde dann auf sein Instagram-Account einfach etwas von seiner Mutter gepostet, wo man sieht, dass Ex seine Freundin schwanger ist. Allein wenn es zu dem Punkt kommt, wo deine eigene Freundin schwanger ist, Junge, dann musst du doch aufhören mit solchen Spielchen. Falls du wirklich nicht tot bist. Außerdem fickt das echt krass mein Kopf, dass er schon mal gesagt hat, ich werde wiedergeboren. Und jetzt erfährt man eiskalt paar Tage nach seinem Tod, dass seine Frau oder besser gesagt seine Freundin schwanger ist. Also wird dann halt der kleine Sohn, denke ich mal, die Wiedergeburt von seinem Vater Ex. Ich hoffe echt, dass er zurückkommt und ich bin echt mal gespannt, was uns die nächsten Tage erwartet oder wie sein Album sein wird, ob sein Album jetzt auch wirklich No Pulse genannt wird. Ich bin echt mal gespannt, ob es da auch paar Songs gibt, die irgendwie seinen Tod ankündigen oder irgendwie etwas dalassen, wie zum Beispiel bei dem Song Icebox to the Devil in Miami. Wie gesagt, Leute, ich denke einfach in diesem Album, was er droppen wird, was dann vielleicht No Pulse genannt wird, geht es einfach darum, wie es ist, tot zu sein, was das für ein Gefühl ist und so. Und ich würde mir eher weniger vorstellen, dass er dann halt, nachdem er diesen Album aufgenommen hat, einfach stirbt. Auch noch durch eine andere Person, nicht durch Selbstmord oder so. Durch eine andere Person, das muss einfach Zufall sein Vater sein. Oder vielleicht ist es einfach eine Promotion, wie gesagt. Vielleicht versteckt er sich gerade und wartet nur drauf, dass das Album gedroppt wird, damit er sich wieder zeigen kann. Ich weiß es auch nicht. Ich würde es gerne wissen und ich würde gerne mal eure Meinung in den Kommentaren hören. Ist er tot? Ist er nicht tot? Was sagt ihr zu den ganzen Theorien? Was sagt ihr dazu, dass er oft seinen Tod angekündigt hat? Was sagt ihr dazu, dass er schon mal wirklich seinen Tod vorgetäuscht hat? Bei dem Song Look At Me hat er sich bei einer Szene erhangen. Eine kurze Szene hat er dann davon auf Instagram gepostet, wo auch wirklich jeder gedacht hat, dass er gestorben ist. Daraufhin hat er halt einen Livestream gemacht, wo er gesagt hat, dass er nicht tot ist. Sowas kam jetzt zum Beispiel nicht. Und außerdem, Leute, falls ihr irgendwelche Videos seht, wo zum Beispiel Ex dann sagt, ja, ich bin nicht tot, ich lebe noch, oder irgendwelche Tweets seht, wo er das schreibt, es ist alles fake. Es ist alles fake. Auch dieses Video, wo er sagt, dass er lebt, ist von 2017, Alter. Wir müssen echt warten. Auf sein Album müssen wir warten. Und da seht ihr mal, dass er es wirklich geschafft hat, dass jetzt alle auf sein Album gespannt sind. Vielleicht kommt er danach raus, wer weiß, schreibt eure Meinung in die Kommentare. Schaut bei meinem Instagram und bei meinem Snapchat vorbei. Bei Instagram werde ich sogar vielleicht posten, wenn er irgendwie lebt oder so. Da werde ich echt viele Instagram-Stories dazu posten. Ja, ciao.